Halli, hallo, Hallöchen, mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Ich bin heute tatsächlich nicht alleine. Wir schauen uns nämlich heute eine Weiterentwicklung der Karte Alheim an, Alheim Version 4, und ich habe ein paar Repräsentanten aus dem Team dabei. Stellt euch doch einfach mal vor. Wir haben jetzt auch keine Reihenfolge festgelegt. Ja, haut einfach mal drauf los. Nicht alle. Wir kloppen uns. Ja, schlagt euch. Nein. Da. Gut, da ich jetzt schon mal rede, hi, ich bin Sascha, Sascha AVG in der Webdisk, war jetzt nicht so schwer zu erraten hoffentlich, bin hauptsächlich bei Alheim 4 für den Mapbau zuständig und mache eben das meiste an Öffentlichkeitsarbeit, zumindest in der Webdisk, und ja, so viel mehr lässt sich eigentlich zu mir gar nicht sagen. Ja, dann würde ich mal weitermachen, hi, ich bin der Marc, in der Webdisk heißt ich Marc René F. Ich mache für Alheim V4 unter anderem die Repaints, gestalte den Fuhrpark und kümmere mich zusätzlich noch um die Hofdatei und betreibe die Öffentlichkeitsarbeit auf Facebook in der Regel. Ja, mehr gibt's eigentlich auch zu mir nicht zu sagen. Ja, ich bin Hendrik, ich heiße EFAC4101 in der Webdisk. Und ich habe mich um die Fahrpläne gekümmert und außerdem bastel ich ganz gerne an Kreuzungen und Ampelschaltungen. Supi, dann wissen wir schon mal, wer alles dabei ist. Wir schauen uns heute mal zusammen die aktuelle noch Beta, das ist immer ganz wichtig, dass man es am Anfang dazu sagt, die aktuelle noch Beta der Karte Alheim V4 an. Ich habe euch auch mal den Link zum Showroom-Thread in der Webdisk in der Videobeschreibung verlinkt, in Klammer, wenn ich es nicht vergessen habe. Wahrscheinlich am Anfang, aber es wird im Laufe der Zeit nachgeliefert. Ansonsten, genau, die Karte ist noch in Arbeit. Wir schauen uns mal den aktuellen Stand an. Ihr seht auch schon, wir fahren die 156. Und ich rücke jetzt erstmal vor. Ansonsten, wir haben mal ein bisschen was geplant, was wir erzählen. Ansonsten, ja, ne, keine Ahnung, wo wir anfangen. Das ist am Anfang immer so ein, was sagt man zuerst? Wir fahren jetzt erstmal zum Start. Wo stehen wir denn jetzt hier gerade mal? Das ist doch, glaube ich, mal erstmal eine schöne Einordnung für die Leute. Gut, wir müssen tatsächlich irgendwie noch absprechen, wer wann was sagt, damit wir keine peinlichen Pausen haben. Nein. Wenn ich sage einfach also, mal zirp, zirp, zirp dazwischen, das ist schon, das sind die Leute. Genau, perfekt, perfekt. Nein, also wir befinden uns hier gerade auf dem Betriebshof Eichenhöhe, direkt neben dem Bahnhof in der Eichenhöher Innenstadt, einer von beiden AVG-Betriebshöfen. Es ist der kleinere Betriebshof von beiden. Kranenburg hat tatsächlich fuhrparktechnisch mehr Busse und eben umlauftechnisch auch eben mehr zu leisten. Auf dem Betriebshof ist auch, da haben wir gerade ein Standmodell gesehen, das Grüne, genau, Rostoff-Reisen beheimatet, der Alheimer Subunternehmer. Werden wir vielleicht auch gleich noch ein paar Busse sehen. Und ja, fällt euch beiden anderen hier noch was ein? Marc, Hendrik zum Betriebshof Eichenhöhe. Naja, man kann ja vielleicht auch erwähnen, welches Vorbild dieses Betriebshof gehabt hat. Sascha, du hast es ja gebaut letztendlich. Ja, wäre gut, wenn du rechtsrum rausgefahren wärst, Josh. Wäre aber schneller gewesen. Ja, okay. Egal, nach. Wir fahren einen Umweg. Das ist das Schöne an Alheim. Alle Wege führen nach Rom. Jetzt habt ihr auch schon mal so einen, ich sag mal, so einen dümmens anzunehmenden User-Test. Wo fahren Leute hin, die absolut keinen Plan von nichts haben? Na, geradeaus, bitte, geradeaus. Geradeaus? Ich werde jetzt ja, da potenziell nach Hause fahren. Nur weil da rechts ein Wegweiser Eichenhöhe Bahnhof steht, heißt es nicht, dass es da schön ist. Wir fahren die schönere Strecke. Ah, okay. Ja, warte mal. Was sagt denn der Fahrplan? Ach, guck mal, der ist sogar auch noch. Da sind wir noch gar nicht dran vorbei. Rechts rum, bitte. So, und dann rechts, rechts wahrscheinlich. Genau. So, da ist... Aber ob das jetzt mal... Das schaffen wir. ...fortzuführen, ich... Übernehme jetzt mal deinen Job, Sascha. Der Betriebshof in Eichenhöhe, wie Sascha schon gesagt hat, beinhaltet auch Rostoff-Reisen. Und das Vorbild für den Betriebshof ist der VAH-Betriebshof in Schenefeld. Genau, also wir haben generell, nur um es mal vorab zu sagen, in Alheim sehr, sehr, sehr viele Spots aus ganz diversen unterschiedlichen Städten. Kannst auf die rechte Rechtsabbiegerspur, Josh, okay. Verbunden und alles mögliche zusammengewürfelt. Das ein oder andere könnte vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer auch bekannt vorkommen. Eichenhöhe Bahnhof erinnert stark an das alte Leverkusen, was es jetzt nicht mehr gibt. Also wir haben auch sehr, sehr viele historische Sachen auf der Karte, weil die, seitdem wir die gebaut haben, dann einfach in Realität umgebaut wurden.
Also, ja, ist ganz witzig. Die ist schon mal schier. Okay, dann fahren wir einen kleinen Umweg. Ich wollte nur ein bisschen die Karte zeigen. Das muss man immer den Leuten so verkaufen, als ob das irgendwas wäre, was man absichtlich so macht. Ich wollte ein bisschen mehr zeigen. Dann wären wir wahrscheinlich nicht rumgekommen. Deswegen, das sind das exklusive Einblicke. Ja. So. Was ich jetzt noch sagen wollte, einfach mal nochmal zum Betriebshof. Der Betriebshof hat eine Fahrzeugstärke von insgesamt 66 Fahrzeugen von der AVG. Dazu gesellen sich dann noch halt insgesamt 21 Rostorf-Fahrzeuge, die im Auftrag der AVG eigentlich quer durchs Netz fahren. Ich werde jetzt mal Spur da, warte bitte, mal. rechte Spur, rechte Rechte Spur. Spur, okay. Ah, andere Linie. Okay, ich habe da jetzt 156 rausgelesen. Ah, guck mal, da sehe ich doch schon wieder den Bahnhof. Haha. Kannst auch auf die ganz rechte Spur, du musst da unten an der nächsten Kreuzung nämlich rechts abbiegen und dann die nächste Möglichkeit bitte direkt wieder rechts. Da passt sogar noch Fahrzeit. Ja, guck mal, gut, dass wir die Pause eingeplant haben, du. Das ist. Betrieblich gesehen hat Eichenhöhe halt den großen Vorteil, dass der Betriebshof direkt neben dem Eichenhöher Bahnhof liegt, wo tatsächlich viele Fahrzeuge ein- und aussetzen, während Kranenburg doch deutlich abseits der Hauptlinie liegt und man da doch häufig längere Ein- und Ausfahrten hat. Kranenburg, warte mal ganz kurz, erinnert mich an, ist das in der Nähe von der ICB-Halle, der Betriebshof? Genau, Okay, richtig. gut, dann ja, das war noch grün, das ist ganz klar. So. Also Kranenburg haben wir auch relativ viel neu gebaut. Der Betriebshof hat in der V3 noch nicht existiert. In der V3 hatten wir noch den Betriebshof Siegfriedstraße in Holdau, also ziemlich innerstädtisch. Also jetzt AVG-technisch, betriebstechnisch, wenn man das jetzt unter realen Gesichtspunkten sehen würde, hat Wortgulasch, geil, Blub. hat sich der Betrieb halt so ein bisschen verschlechtert, weil Leerstrecken kosten natürlich immer Unmengen an Geld. Aber ja, passiert in Realität ja auch öfter und dementsprechend fanden wir das gar nicht mal so schlimm. Gut, zu Hause kann ich jetzt ja durchfahren, oder? Ganz kurz zur Strecke. Das heißt, ich fahre mal schon mal zum Start. Genau, du fährst auf Bussteig 1A vorne an, glaube ich. Nee, 2A ist da, Ja, glaube ich. bitte. Genau, Also im ja. Fahrplan Der steht mittlere irgendwas mit Bussteig. 2, okay. Der mittlere Bussteig ganz vorne. Also es ist nicht so, dass, obwohl wir die Karte gebaut haben, dass wir jetzt aus dem Kopf wissen, wo die Busse halten. Bei Das sind aller ja auch Liebe ein paar nicht. Linien, ne? Ja, Wie genau. viele Linien haben wir jetzt insgesamt? 47? Irgendwie so, wenn du die Nachtlinie noch dazu rechnest. Ja, plus die etlichen Einsatzwagen, ne? Die sind ja auch nicht gerade wenig. Genau, jetzt nur mal Linien. Also Einsatzwagen kann Hallo. Hendrik vielleicht am Hallo. ehesten was zu sagen. Ja, guten Tag. Ja, jetzt hat er die. Okay, jetzt haben wir das wieder. Einen hat er doch weitergeschaltet gehabt. Jetzt gucken wir mal, dass er sich fängt. Er sieht doch gut aus. Fantastisch. Ja, So. die Einsatzwagen gliedern sich eigentlich in zwei Bereiche. Einmal die, die für den Berufsverkehr sind, die in die Gewerbegebiete fahren. Die fahren halt auch in den Ferien und teilweise auch zu den Schichtwechselzeiten dann schon mal abends um 10 noch oder auch direkt morgens als erstes so gegen 4. Und dann natürlich klassische Schulverstärker, die dann mit allen möglichen Kapazitätsgrößen über verschiedene Linienwege fahren, die sonst nicht direkt durchgebunden sind. Ja, dazu wird es dann auch zum Release eine von mir erstellte Übersicht geben mit allen E-Wagen, Abfahrten einzeln. Ja. Josh, wie viel Zeit hast du noch? Eine Minute, deswegen habe ich gerade so ein bisschen rumgetrödelt. Ja, guck mal, Also, schön, was da alles so steht. ich kann Marke noch ein bisschen was zu dem Repaint sagen. Ja, genau, das stehen wir jetzt haben wir Möglichkeiten, uns das Repaint ein bisschen anzugucken. Das ist so am Anfang, glaube ich, ganz sinnvoll, dass wir sowas mal machen. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Also, das ist halt ein 2008er gebauter Facelift. Generell sage ich jetzt mal, in der Obsi-Szene ist es ja so bekannt, dass zu einer fiktiven Karte meistens ein Standard-Repaint mitgeliefert wird und daran von Omsi Wagennummern generiert werden und das war's. Also mein Konzept ist anders. Ich liefere wirklich einen kompletten Fuhrpark mit. Wie man auch sieht, auf dem Repaint selber steht die Wagennummer. Die Busse haben auch viele unterschiedliche Dinge, die unterscheiden sich auch innerhalb von manchen Serien. Wie man auch sieht, hat der Bus auch Unfallschäden und trägt halt eine Vollwerbung für, wie ich es halt jetzt nenne, das Schmuckstück der Karte, und zwar die Zeche Hindenburg in Sternberg. Gar nicht mal so weit von hier entfernt.
die wir heute aber tatsächlich nicht sehen werden. Wir fahren eine andere Richtung. Das nehme ich, glaube ich, gerade mal als Anlass. Genau, wir haben Abfahrt. So. Genau, also wir haben uns, wir dachten uns bei der 156 eben, das ist so eine Linie, das ist, ja, also letztendlich war es damals schon, als wir angefangen haben, ungefähr Ende 2014, die V4 anzufangen, die V3, die haben wir irgendwann November, glaube ich, 2014 irgendwann released, glaube ich, und dann haben wir angefangen, die V4 zu bauen, und das war so die erste Linie, wo wir eben auch wirklich Ideen für hatten. Wir haben damals gesagt, das soll die längste Linie werden und es soll so und so aussehen in etwa, und ja, ist halt letztendlich irgendwie so ein bisschen, ja, hat für uns so ein bisschen Klassikerstatus auf der Map, ne? Ist eine klassische Durchmesserlinie, verbindet eben Eichenhöhe als größten Alheimer Stadtteil mit der Alheimer Innenstadt, mit der Uni, fährt dann nach Preinesberg hoch, alles relativ dicht besiedelt, und kommt dann oben im Nordosten der Karte eben auch noch ein bisschen aus der Stadt raus. Ist also recht abwechslungsreich und dementsprechend ganz schön zu gucken. Habe ich gerade sogar passend mal den Fahrplan eingeblendet. Haha. Um das Gesamt zu untermauern, fantastisch. Okay, jetzt sind wir auch schon mal hier raus. Jetzt gucken wir mal auf Strecke kommen. Der kriegt das hin. Ja, kriegt guter Fahrer hier. Ja, guter, cool. Okay. Ja, okay. Ja, das ist leider aufgrund der Steigung so. Wir haben es irgendwie versucht, aber leider geht's nicht anders. Das wird auch nach Release wahrscheinlich noch so sein, weil Omsi das mit den Gelenken und dieser Steigung da unten einfach nicht so gut gebacken kriegt. Ja, die sieht halt schon echt ordentlich aus, aber ist machbar auf jeden Fall. Also jetzt nicht irgendwie, dass es so richtig aufsetzt im Bus, sondern da passt ja auf jeden Fall schon mal. So, linke Spur, glaube ich, ist da einer nicht noch, aber rechte Spur, das war das, okay. Ja, oder nimm einfach beide mit, machen Kompromiss. Ja, jetzt passt das, jetzt fährt mir auch keiner in die Seite. Ich würde beide nehmen. Da hängt auch extra ein Schild rechts, wie man vielleicht sieht, beim Vorbeifliegen. An der Stelle ist es halt, ja, wie gesagt, das ist halt auch öfters mal auf der Karte aufgehangen, wo dann, ja, wo die Autofahrer dann sensibilisiert werden, dass Busse vielleicht ein bisschen mehr Platz brauchen, dass sie nicht drängeln oder sonst was. Klappt natürlich sehr gut, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Vor allem die höchst kompetenten Busfahrer, auf den YouTube-Kanal man dann auf einmal ist, das ist genau. Was? So, stehen wir mal hier ein bisschen. Wunderbärchen. Ja, die machen ihren Dienst ja ganz gut hier. Die Sicht, die passt ja nach da oben, und die mache ich mir mal mit, was wir mal hier gucken können. So, guck mal, eine Minute haben wir schon fast verspätet, und das ist doch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, also Hendrik hatte in den Fahrplänen aber tatsächlich ganz akribisch genau gearbeitet. Also wir haben, also das ist nicht so, wie Omsi es generell macht. Also ich habe das selber bei meinen Omsi-Karten damals, die ich vor Alem gemacht habe, und auch damals, als wir von der ursprünglichen V4, die wir eigentlich releasen wollten, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, 2018 sollte das, glaube ich, sein. Oh mein Gott. Haben wir das eben so gemacht, wir haben Messfahrten gemacht, ne, meinetwegen jetzt von Alem, von Eichenhöhe Bahnhof nach noch in Friesenstraße. Genau, kannst auf die linkeste gerade Ausspur, genau, auf die. Okay. Haben dann gesagt, okay, Fahrzeit von A nach B, meinetwegen, jetzt sind das, glaube ich, 56 Minuten oder so, und haben dann das einfach eingetragen, und Omsi generiert dann ja die Fahrzeiten von Haltestelle zu Haltestelle selbst, und das haben wir jetzt nicht gemacht. Hendrik hat da sehr akribisch genau gearbeitet mit Minutenangaben etc., hat das alles händisch angepasst, damit die einzelnen Äste auch vertaktet werden können. Aber ich glaube, ich nehme Hendrik gerade ein bisschen das Wort weg, der kann da mehr zu erzählen. Ja, also im Großen und Ganzen hast du das Wichtigste schon erwähnt. Mich hat halt immer gestört, dass wenn man zwei Linien überlagert hat und Omsi dann da halt ein paar Sekunden Versatz drin hatte, dass das dann nicht mehr passte. Hier auf dem Ast, den wir jetzt gerade befahren, Richtung Erkenfeld und Uni, treffen sich auch drei Linien, die miteinander vertaktet sind. Und das hat dann halt auch zur Folge, dass die 156 hier bis zur Uni nicht im reinen 5-Minuten-Takt, sondern in einem 4-6-Minuten-Takt fährt, eben um da eine möglichst gute Abfolge hinzukriegen und Parallelverkehr zu vermeiden. Aber ich muss sagen, jetzt aus, ich sag mal, eher Spielerperspektive, also nicht, dass ich jetzt Map-Bau-mäßig komplett raus wäre, was ich wahrscheinlich bin. Aber aus Spielerperspektive finde ich das auch cool, weil ich sag mal, gerade bei Linien, die verschiedene
ja, ich sag mal, Stadt und Land mischen. So aus meiner Perspektive hat sich das daraus entwickelt, dass Omsi das ja irgendwie wirklich mehr oder weniger aufgrund der Abstände zwischen Haltestellen generiert. Das passt dann halt nicht, wenn du in der Stadt damit 30 lang gurkst oder sowas, verglichen mit einem Überlandabschnitt, wo du 80 fahren kannst. Deswegen finde ich es auch aus dem Aspekt her cool, dass die Minuten da ein bisschen besser passen. Aber ich kann mir vorstellen, bei so 40 plus Linien ist das echt ordentlich was an Arbeit. Hast du zum Beispiel ja 50, ne? So. Ah. Also ich habe ja am Anfang habe ich mir einmal so eine vereinfachte Netzgrafik quasi gebastelt und habe dann so eine Art Minutenfahrplan erstellt, wie man das vielleicht aus der Schweiz kennt. Und ja, darauf basierend. Ich meine, Fahrzeiten sind natürlich immer ein ziemlich großes Streitthema. Es wird immer Leute geben, die ja. zu lau ist, und es wird auch immer Leute geben, die sagen, ja. Ja, das ist aber immer das Thema. Also das ist halt nicht nur, ich sag mal, zwischen verschiedenen Usern so, sondern das ist ja auch, ich weiß nicht, bei mir zumindest ein bisschen Tagesform abhängig. Also manchmal habe ich Lust, so ein bisschen Farbe hinterher zu jagen, aber meistens bin ich echt ganz glücklich, wenn ich ein bisschen Zeit habe. 30 Sekunden wieder aufruhe, da passt ja fantastisch. Ja, das kommt letztendlich natürlich auch immer auf die Nutzereinstellungen an. Ne? Wenn du jetzt natürlich viel Verkehr und ja. Fahrgastaufkommen auf 100% gesetzt hast und was weiß ich, dann wird deine Kiste natürlich auch Sonntagabend um 23 Uhr rappelvoll und du kannst die Fahrpläne nicht mehr halten. Wir haben jetzt natürlich geguckt, dass wir uns persönlich hier die Fahrgastaufkommen möglichst realistisch einstellen, so aus den Erfahrungen, die wir als Fahrgäste, aber auch als Busfahrer selbst eben gemacht haben. In Städten in dieser Größe ungefähr. Ne? Also ich wohne ja zum Beispiel in Bonn und die Stadt ist ungefähr gleich groß, also ist vergleichbar mit dem fiktiven Alheim von der Einwohnerzahl her etc. Und ja, so passt das eben. Ne? Dementsprechend ist natürlich auch Sonntagabend die Fahrzeit dementsprechend kürzer. Aber das muss dann jeder für sich selber irgendwie rausfinden. Hallo. So, haben alle drin. Ja. Ich sag mal, es gibt ja auch oft Omsi-Karten, fiktive gerade, wobei auch reale, wo dann reale Fahrzeiten genutzt werden, wie zum Beispiel auf der Hamburg-Karte, im Hamburg-Addon. Reale Fahrzeiten, auch auf der Mönckebergstraße ist nichts los, man fährt durch und man hat nur Verfrühung, was ja klar absolut, ist. Ja. In Omsi ist es, wie Henrik schon sagte, ziemlich schwieriges Thema, glaube ich, weil Omsi hat ja, also es ist schon nah an der Realität, keine Frage, aber diese realistischen Verkehrsströme, alleine das Anfahren an der Ampel, das gelingt in Omsi ja nicht immer so ganz gut, muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Ja, ganz, ganz schwieriges Thema, aber ja, mal gucken, wie das Feedback sein wird. So, wenn du jetzt auf deine Ampel da oben links achtest, die Linksabbiegerampel. Ah, ich muss links, oder muss ich geradeaus? Wo du gerade durchgefahren bist. Muss links oder geradeaus? Du musst links gleich. Okay, dann hätte ich auf die Linksabbiegerampel warten können. Richtig, genau. Der sagt dir, zeigt dir auch an, da sind Henrik und Niklas ganz präsent, was Ampelschaltungen etc. angeht. Auch Busbeschleunigung auf der Karte und so. Da wird dir dann, glaube ich, gleich, Henrik, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da sollte dir dann gleich ein T angezeigt werden, für das Signal, dass du eben an der Haltestelle die Türen schließen kannst, ist eben auf Fahrgastfreundlichkeit getrimmt, dass du die Türen eben so lange auflassen kannst für die Fahrgäste. Ja, genau, da oben ist es jetzt und dann machst du die Türen zu und ein paar Sekunden später. Und dann langsam gemütlich los. Aber das finde ich tatsächlich ein sehr, sehr cooles Detail, das finde ich auf anderen Karten tatsächlich echt cool. Das erhöht, finde ich, also für mich persönlich, also aus meiner Perspektive, unfassbar den Wiederspielwert von der Karte. Also wenn man da, ich sag mal, wirklich, okay, ich fahre das häufiger drauf und das ist was, wenn ich das auf anderen Karten habe, da achte ich dann auch wirklich drauf und das bietet für mich einen unglaublich höheren Spielwert. Also Ampelschaltungen, die echt abgestimmt sind und nicht einfach nur, ja, okay, ich platziere da eine Kreuz und ja, da passt schon irgendwie. Also Default-Ampelphasen. Wir haben schon probiert, an allen Stellen, wo es irgendwie geht, mit den Kontaktschleifen zu arbeiten, um halt, ich meine, ich komme aus Essen und die Ampelschaltungen hier haben, ich glaube, an 3 von gefühlt 500 Ampeln Kontakte und vielleicht bin ich da auch deshalb so hinterher, aber ich finde es halt immer so unnötig, wenn Ampeln grün werden, obwohl da keine Autos stehen. Ja. Das haben Niklas und ich schon probiert, an den allermeisten Stellen ist gut anzupassen. Doch, das ist echt cool. Also das, bin ich mal gespannt, was man alles sieht in der Folge. Gut, beim ersten Mal ist man immer so ein bisschen, da sieht man das noch nicht, aber. Oh, sehr galant an rechts von links vorbeigefahren. Wie ein richtiger Busfahrer. Hab da mal versucht reinzulugen und hab mir gedacht, ja, okay, vielleicht sehe ich da notfalls ein Auto, aber notfalls brette ich da so schnell durch, dass der Rechtsabbieger da gar nicht
Ja, er musste ja eben die Kurve fahren, ich fahre ja geradeaus. Der Schwächere bremst, glaub's mir. Genau. Und der Busfahrer hat auch ein sehr, sehr großes Selbstvertrauen im Smart, glaub mir. So, da muss ich mal ein bisschen gucken. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, genau. Das sieht schwierig aus, da ist erstmal die Lärmschutzwand. Dann gucken wir mal dahinter, das sieht aber gut aus. Mal richtig drauf treten, dass wir da schneller werden. Ja, aber da kommt keiner gut, da behindern wir schon mal niemanden. Wir haben übrigens 240 Ampelanlagen auf der Karte. Ich habe da mal Statistik drüber geführt. Krass. Von dem wir wahrscheinlich heute mehr sehen werden, weil wir doch recht städtisch unterwegs sind. Also natürlich nicht im Ansatz ein Großteil, aber ich denke mal eher, als wenn wir woanders unterwegs sind. So, danke Omsi fürs Laden. Wenn wir dann schon bei Statistik sind, dann schließe ich mich Henrik mal an. Jetzt mal aus der Fahrzeugbedarfsanalyse, die ich letztens erstellt habe, kann man auch sagen, dass montags bis donnerstags zur Schulzeit gleichzeitig in Alheim rund um die 130 Busse gleichzeitig unterwegs sind. Boah, das ist heftig. Ja, das deckt sich auch um und bei mit dem Satz, was Sascha gerade gesagt hat bezüglich dem Vergleich mit Bonn. Das deckt sich da auch in der Regel ganz gut. Wir haben auch selbst nicht unbedingt gedacht, dass die Karte irgendwann so riesig wird, aber irgendwie haben wir damals ein bisschen rumgesponnen und gesagt, boah, wie geil wäre eigentlich eine Karte, wo du wirklich nicht nur irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Linien fahren kannst, ja, weil letztendlich, ich möchte überhaupt keine Karte jetzt irgendwie schlecht reden, ne? Also ja, und dann gibt's Dobel, viele, ne? Mit einer Linie, ekelhaft, ne? Nein, ich will absolut keine Karte schlecht reden, nichts läge mir ferner, aber es ist nun mal so, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Rheinhausen oder so fährst, das ist halt auch an sich eine geile Karte, natürlich, ne, hat auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, wie gesagt, no hate, aber dann fährst du da vielleicht 5-6 Linien und theoretisch so eine Stadt wie Rheinhausen ist natürlich an sich viel größer. Und wir dachten uns, wie geil wäre eine Map, wo du quasi wirklich eine komplette Großstadt fahren kannst, mit jeder einzelnen Linie. Du könntest quasi, wenn du so richtig einen auf Hobby losmachst, kannst du wirklich dir selber AVG-Kleidung nähen, ja? Kannst dich jeden Tag 8 Stunden an den PC setzen oder 9 oder 10 Stunden und kannst was fahren und es bleibt erstmal abwechslungsreich, ohne dass man immer dasselbe fahren muss. Kenne ich jetzt spontan aber auch niemanden, der das machen würde, so sich 10 Stunden vorm PC setzen und irgendwie 10 Stunden da fahren, also wüsste ich jetzt spontan auch keinen. Das und was? Vor allem auch keinen, der das dann auch aufnimmt und auf YouTube. Nee, finde ich auch seltsam, also würde ich mir auch gar nicht angucken. Seltsamer Typ muss das sein. So, einmal rein hier, wenn man einen Fahrschein. Ich hätte gern einen. Ach, Selbstironie ist was Herrliches. So, 27, Mama, was hat sie? Passend, unfassbar. Jetzt musst du dich natürlich mit den VAR-Fahrpreisen rumschlagen, dass du die erstmal im Kopf hast, ne? Ja, im Zweifel gucke ich da drauf, ich weiß nicht, ich habe schon Videos mal breit getreten. Merkt man wahrscheinlich nicht durch mein schlechtes Kopfrechnen, aber an der Kasse, ich habe ja viele, viele Jahre an der Kasse nebenher gearbeitet, zum Finanzieren meines Studiums und da bist du halt jedes Mal mit anderen Beträgen zugange. Da tut es manchmal ganz gut, wenn man das automatisch ausgerechnet hat, aber irgendwie ist es dann doch. Man hat mal den Anspruch, das dann auch irgendwie selber auszurechnen und das ist dann irgendwie, ja, doch ganz cool. Aber in Omsi, ich weiß nicht, da fällt ich dann doch irgendwie dauernd. Da plappert man, guckt man hier. Schaut da, dass es nicht abstürzt. Guckt auf den anderen Bildschirm, dass die Aufnahme noch läuft. Dass die, ja. Und hobelt genau. Dabei fast. Und hobelt dabei nicht nur fast. Da hat sich wohl jemand beschwert. Wir fahren mittlerweile nur noch ohne Kollision, auch einfach, weil sich teilweise einige KI-Verkehr-Probleme, Vorfahrtsregeln etc. nicht immer lösen lassen. Ja, genau, das wollte ich auch vorhin noch abgefragt haben. Das habe ich vergessen. Das war so auf meiner Checklist. Immer bei neuen Maps ist immer so eine Abfrage meinerseits. Wie sieht das aus mit Kollision? Aber eher bezogen auf, ob da jetzt irgendwelche Objekte rum sind, die da Probleme machen. Also meine. Ja, lauft einfach rüber, ist in Ordnung. Die anderen warten, ja, lauf einfach rüber. Ich habe gar kein Problem damit. Lauf vor das Auto, ist in Ordnung. Jetzt habe ich einen Menschen angefahren. Natürlich habe ich einen Menschen angefahren. Okay, ist okay. Schande. Du befindest dich übrigens gerade inmitten der Studentenwohnheime. Die 56 verbindet eben auch den Großteil der Studentenwohnheime.
Auch ein Grund, warum wir da teilweise morgens 5-minütige Verstärker haben in der Hauptverkehrszeit. Und warum die Linie dementsprechend noch rappelvoll wird. Jetzt haben ein paar Leute, ich sag mal, unfassbar freiwillig den Bus verlassen. Ja, ist okay. Dazu habe ich keinen Anlass gesehen. Also, nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. So, komm. Dann kommt ihr mindestens rein hier. Guten Tag. Hallo. Reisende soll man nicht aufhalten. Eben. So. Du siehst ein Ticket. Habe ich keine Sicht. Ich habe dafür keine Sicht. Okay. Money. 280. Bitteschön. Ach nee, nicht okay. Aha, es hat einen Ausdruckenteil. Das ist auch der klassische Omsi-Move. Man will Wechselgeld rausgeben und rammt dem erstmal die Fahrer. Das Ding ist richtig schön entgegen. Es ist einfach schön. Wer kennt's nicht? Haben wir uns gestern noch drüber unterhalten, glaube ich, ne? Wir zwei gestern Abend, Marc. Ich bin so mit Niklas noch. Ja, mache ich in Realität auch, aber wenn ich mein Wechselgeld raushaue, glaube ich auch erstmal die Fahrertür im Balk. Erstmal schön ins Gesicht. Nee, ich wollte da gucken. Genau, wollte gerade sagen, jetzt ist so ein Bereich, der kommt mir jetzt als, ich sag mal, historisch unfassbar begabten Alheim-Spieler. Kommt mir jetzt aus der Grundkarte bekannt vor. Es kommen wir doch bestimmt in den Bereich, wo auch ursprünglich die Uni war, oder? Richtig, die Uni ist auch immer noch da, also Innenstadtbereich, klar, wir haben hier und da natürlich ein bisschen was geändert. Wir haben auch den ganzen Hauptbahnhof angepasst, den Busbahnhof siehst du ja gleich noch dann, beziehungsweise die Zuschauer dann auch. Und ja, aber sonst innenstadttechnisch hat sich nicht so viel verändert. Das Stadtzentrum ist im Kern eigentlich schon gleich geblieben. Und der Unibusbahnhof hat sich komplett geändert. Ah, da bin ich unfassbar gespannt drauf. Den vergesse ich irgendwie immer. Da bin ich immer gespannt drauf. Weil das finde ich echt cool zu sehen, was war früher schon da. Ich weiß nicht, das ist so aus... Ich bin jetzt da seit Jahren eher Omsi-Spieler-Perspektive. Finde ich es unfassbar interessant zu sehen, was war mal wie und wie hat sich das jetzt verändert. Und das so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Deswegen... Das finde ich cool, die Verbindungsstücke zwischen was war vorher schon da, wie sieht das jetzt aus, was hat sich in den Bestandsbereichen verändert. So, da blühe ich dann unfassbar auf. Ach ja, die Universität, was ich immer lang gefahren bin. Ich muss auch ganz ehrlich mal sagen, falls David M. das sehen sollte, tut mir schon mal vorab schrecklich leid, aber manchmal... Muss ich links rennen? Ja, genau. Ah, okay. Lies doch die Schilder, da steht doch Verbot der Einfahrt. Ja, genau, so das habe ich im allerletzten Moment, habe ich das noch irgendwie, ich das noch. Ach, guck mal, Manni beschwert sich auch. Nee, aber, wie gesagt, falls David M. das irgendwie lesen sollte, sehen sollte, tut mir furchtbar leid, aber manchmal erwische ich mich dabei, dadurch, dass wir eben natürlich jetzt so lange daran gebaut haben. Wir haben Alheim ja schon, also Alheim 3 hat damals irgendwie 2013, glaube ich, angefangen, und jetzt sind wir so fast fertig. Ein Busstack weiter. Ein Busstack weiter, okay. Das ist die 46 nach Eichenhöhe, genau, du musst Richtung Nochem. Ich vergesse manchmal, dass die Karte gar nicht von uns ist ursprünglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir eben natürlich schon so lange daran sitzen. Da will noch jemand mit? Ach komm, wir sind mal so freundlich heute. Das nächste Mal früher bitte, Jena, wo ihr wirklich einsteigen wollt, ne? Was sagt denn die Uhrzeit? Ja, was ist ja die Minute. Wenn der jetzt mit will, der hat jetzt Pech gehabt, das ist mir jetzt egal. Richtiger Busfahrer, ich bin stolz auf dich. Ja, selbst so die erste hätte ich wahrscheinlich im Zweifel auch schon stehen lassen, aber so, da haben wir sogar schon, da können wir sogar schon mal rüber. Ja, vielleicht nicht ganz so schnell. Ja, die Steigung hat es auch in sich. Gerade im Ja, jetzt habe ich das verschätzt. Toll. Jetzt habe ich mich da verschätzt. Ja gut, den Knickschutz mal ein bisschen ausprobieren. Das ist auch immer... Wenn es noch gegenlegt, dann freut sich über das Gelenk. So. Rum damit. Ach, ich würde einfach durchziehen, aber ich habe auch keine Kollision. Ich weiß nicht, für das Video ist immer so ein Streitpunkt. Ich habe das gerne prinzipiell, ich sag mal, an. Nur wenn es da wirklich Karten gibt, die nicht nur von der KI, also KI, das finde ich in Ordnung, wenn ich da mal gegen jemand baller, der, ich sag mal, mir auch die Vorfahrt nimmt, aber was halt uncool ist, ist, wenn irgendwo so irgendwas in der Gegend rumsteht, also unsichtbare Wände, früher, gut, das war um die 1-Zeiten, als die ganzen Büsche noch Kollisionen hatten. Oh. Damals, ja, ich weiß es noch. Ja gut, die 100%ige Garantie,
kann ich dir zumindest nicht geben, weil lustigerweise, ich fahre ja seit Jahren Omsi ohne Kollision. Ich kann sie auch nicht mehr einschalten. Das funktioniert bei mir nicht. Das Feld ist grau hinterlegt. Ich kann jetzt nicht mehr anklicken. Oh, krass, okay. Da triggert das Informatiker in mir rein und er fragt sich, wie funktioniert das technisch? Ja, das frage ich mich auch. Also es ist wirklich kein Scherz, weil wir hatten durch die Beta-Tests einige Stellen rausgefiltert bekommen durch die Beta-Tester, wo wir unsichtbare Kollisionen hatten. Da wollten Sascha und ich das dann testen und hat nicht funktioniert. Ich kann Okay. bis heute die Kollision nicht einschalten. Also ich habe es lustigerweise eingeschaltet bekommen und habe mir dann irgendwie ein SD80 oder SD77 oder was auf die Karte gestellt und bin damit volle Kanne gegen ein Haus gefahren und bin auch genauso schnell hinter dem Haus wieder rausgekommen. Also Omsi hat das Häkchen nicht gejuckt. Irgendwann habe ich dann mal neu gestartet, habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, bin gefahren. Kravums Schepper, ja. Also nicht, dass wir das vorhin in der Aufnahme gehabt hätten, dass Omsi ein paar Mal neu gestartet werden würde. Da ist man, Nein, glaube nein, ich, nein. wenn man aufnimmt, ist man so ein bisschen kuriert. Ich habe da schon immer so meine To-Dos, die ich dann immer mache, während Omsi neu startet. So, okay, gut, wenn es jetzt nicht um 9:30 abends ist, dann so, ach komm, mal holst du dir noch einen Kaffee, gehst du noch mal aufs Klo. So mal schön die Omsi-Wartezeit so ein bisschen Hallo, überbrücken. Marc. Aber ja, privat ist das irgendwie unfassbar frustrierend. Oh ja. Aber man kann, also ich sag mal, man meckert viel über Omsi, aber man vergisst halt einfach ja diese Alternativlosigkeit, Ja. weil welcher Simulator, wir haben uns am Vorfeld schon drüber unterhalten, welcher Simulator hat so eine Modbar, also Modfähigkeit, geschweige denn, welcher Simulator hat so eine Fahrphysik? Eben, das ist es einfach. Ich meine, das sieht man auch auf dem Kanal. Bei mir sind nicht ohne Grund haben wir jetzt neulich die 1000 Folgen geknackt. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Der dürfte rechnerisch Folge 1001 sein, wenn nicht. Ja, das müsste passen. Also wenn jetzt alles gut läuft, es hat Folge 1001. Yay! Hallo, herzlich willkommen in der neuen Staffel. Hallo. Einfach mal bei Minute 31 einfach mal irgendwie die Leute irgendwie begrüßen. Ja, hallo, willkommen in Staffel. Warte mal. Ist dann 11, ne? Wenn es mit 0, also wenn es mit Folge 1 bei Staffel 1 anfängt. Ja, keine Ahnung. Neue Staffel auf jeden Fall. Hallo. Huhu. Staffeleröffnung. Way. Wir sind nur Nebencharaktere. Ich merke das schon. So. Noch eine Sache. Ich habe eben gesagt, als wir in Eichenhöhe losgefahren sind, wir haben uns für die 56 entschieden, weil wir da schon die meisten Ideen am Anfang für hatten und dass es die längste Linie sein sollte. Bevor mich da irgendjemand drauf festnagelt, irgendwann mal beim Release, es ist doch nicht die längste Linie geworden. Also sie war es eine ganze Zeit lang, bis wir uns entschieden haben, in Eichenhöhe die Linie 132 noch weiter zu verlängern, auch weiter in die Alheimer Innenstadt und dann weiter zur Fachhochschule. Henrik, wie viel Fahrzeit hat die 32 jetzt? Eine Stunde eins, also es ist nicht viel. Ja, 1:01 und jetzt haben In dem wir Siebenundvierzig. Fallzeitprofil 53 habe ich jetzt mal überschlagen. 53, ja. Also nicht ganz die längste, es ist die zweitlängste. Andererseits haben wir natürlich auch Linien dabei, die gehen dann in Anführungsstrichen nur 30, 20 oder auch nur, ich glaube, unsere kürzeste ist die 43, ne, mit wie viel Minuten? 16 Minuten Fahrzeit, glaube ich. Also ist auf jeden Fall alles Mögliche dabei an Fahrzeiten. Ja, die 43, ja doch, du dürftest recht haben. Man kann auch dazu ja noch sagen, dass wir in Alheim auch einen sehr gemischten Wageneinsatz haben. Also wir haben Gelenkfahrzeuge, wir haben Solofahrzeuge, wir haben MIDI-Fahrzeuge, besonders, also die MIDI-Fahrzeuge gerade für die eben erwähnte Linie 143 in Rosenthal und die 137 in Eichenhöhe. Und was man auch noch sagen kann, die 156 ist in der Regel eine Gelenkbuslinie, allerdings verirren sich da auch manchmal Solofahrzeuge drauf, gerade in den Randlagen. Aber wir haben uns diesen schönen Gelenkkurs ausgesucht. Ich sehe ja schon fahrzeittechnisch, wir sind wunderbar im Plan. Das heißt, ich brauche mich gar nicht großartig beeilen. Fantastisch. So, gucken wir mal auf den Plan. Hauptbahnhof. Bernauer Platz habe ich gerade mal kurz gesehen. Ach, der hat sich da einfach reingesneakt. Okay. So. Jetzt sehe ich die Aufgabe als Moderator natürlich, nehme ich die unglaublich ernst. Deswegen sage ich jetzt wunderbar sinnvolle Sachen, mit denen ich auf jeden Fall zu was überleite, was ihr erzählen könntet. Ja.
Sehr gut. Das klappt, da klappt auf jeden Fall. Guck mal hier, Bernauer Platz, genau, da kann man dann bestimmt auch irgendwie rechts fahren, da kommt bestimmt irgendwo hin, oder? Ja, genau, jetzt sieht dafür so aus. Genau, also rechts geht's eben wie aus V3 noch und bei Laurensbach ist es, glaube ich, auch noch so. Hallo. Kommt man halt Richtung Holdau Postamt und damals noch Lena-Biernath-Straße, heißt bei uns jetzt Gewerbegebiet Holdau. Ja, also die Strecke gibt es eben auch noch. Da fahren auch noch Linien lang, die 187, 88, die aus Kranenburg kommen. Und auch die 153, 54, ihres Zeichens mehr oder weniger Regionallinien. Die fahren eben relativ schnell aus Alhem raus und dann Richtung Harbsen. Ja. 152? Die 152 Richtung Breckerfeld, genau, die fährt da auch lang. Die nicht am Hauptbahnhof fällt als einzige Linie, die am Bernauer Platz hält, nur so by the way erwähnt. Genau, die kommt eben Bernauer Platz aus Norden, also aus unserer Perspektive, also von links, aus Richtung Wuppertaler Straße und so, kennt man auch noch aus der V3. Fährt dann eben Richtung Süden, also auf dem Bild von uns aus gesehen, nach rechts runter Richtung Breckerfeld dann. Es gibt so viele Linien, die zu Bahnhof fahren, da haben wir uns gedacht, die eine muss nicht noch den blöden Schlenker da fahren. So, ich probiere jetzt mal unvoreingenommen den richtigen Steig zu finden. B. Ah, guck mal, da klappt der genau. Tatsächlich. Ja. Dann sehen wir da, wo die Leute auf uns zustürmen. 163, das sind wir nicht. Danke, Omsi. Also die Bussteige sind alle nummeriert, beziehungsweise buchstabiert eben von da, wo du bist, jetzt bist, ganz außen rechts A, da wo du bist B und dann links 1, 2, innen 3. Dann C und ganz links außen, also in die andere Fahrtrichtung dementsprechend D und dann von vorne nach hinten durchnummeriert in Fahrtrichtung 1, 2, 3, 4, also entgegengesetzte Fahrtrichtung, besser gesagt. So, das ist dann hier da einmal gegenüber, da haben wir auch mal gesehen. Genau, den haben wir halt natürlich grundlegend überarbeitet, auch aus Performance-Gründen. Ja. Der ja, war ja auch damals grade, komplett ja. Nur mit Splines gebaut. Der ging da, wo das Bahnhofsgebäude jetzt steht, ging der ja rein. Das war ja eher so ein, nicht so ein langgezogener Busbahnhof, so wie da, sondern eben so richtig auf Fläche. Und den haben wir dann dementsprechend komplett neu gebaut. Ach, guck mal, was kommt denn da? Auch ein Zeche Hindenburg-Wagen. Auf der 32, wie schön. Ja, das ist der andere, also Kramburg, also der 853, den du gerade fährst, das ist ein Kramburger Fahrzeug. Und der, der auf der 132 angefahren kommt, ist der Eichenhöhewagen 855. Also haben wir insgesamt zwei Zechenfahrzeuge. Oh, den haben wir beide gesehen. Fantastisch. Das war natürlich genauso geplant. Auf jeden Fall. Zweifel. Ich nehme es mal an, dass ich hier dann sehe, wenn ich abfahren kann. Oder genau, sollte. Also das hat. Ja. Marc, willst du was erzählen? Ja, das rechte zeigt dir an, wobei ich muss mal gerade über, warte mal, ich habe das jetzt gerade vor Auge. Eins von den beiden Ampeln zeigt dir an, wenn ein anderer Bus in den Busbahnhof reingefahren kommt, das ist eine Anschlussampel. Heißt, wenn du kundenfreundlich bist, ja, wahrscheinlich die rechte, ja, und die linke, die sieht tatsächlich eine Abfertigung aus, ja, ich habe es gerade da hinten genau gesehen. Genau so. Wusste jetzt so die Reihenfolge nicht, nee, aber dann zeigt er auf der rechten Ampel einen Bus an. Das heißt, bist du nett, wartest du, bist du nicht nett, fährst du los. Ich glaube, da können auch die Zuschauer mal ein bisschen zurückspulen. Das haben wir, glaube ich, am Anfang, wo wir eingefahren sind, haben wir das, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Die haben ja das tolle Feature, die können ja zurückspulen, ne? Und wir sitzen hier einfach blöd da, in Echtzeit gefangen. Ah, ja, guck mal, darauf habe ich gewartet. Genau. Wir geben auch noch eine Erklärung zu allen Sondersignalen auf der Karte ab. Das ist zum Beispiel etwas, was noch auf unserer To-Do-Liste steht, neben ganz vielen anderen Dingen. Also falls jetzt einer denkt, oh, man kann ja die Linie fahren, ist ja alles fertig, leider noch nicht. Genau, danke. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Kommentar. Das ist, ich meine, in vielen Jahren Erfahrung, als ich stelle mal Karten vor, die es jetzt so noch nicht gibt. Ein Kommentar, der sehr gerne und sehr häufig kommt, ist doch fertig, jetzt warum halten die das zurück? Ja, genau, das ist nämlich das Ding. Und es wird. Geh mal bitte auf die mittlere Spur, ganz kurz, und dann kannst du gerne weiterreden. Jupp. Nee, es ist immer so, ich weiß nicht, gefühlt in jeder Folge ist so ein Plädoyer für irgendwas. Das ist mal. Irgendwann in der Zeit kriegt man da raus, wie man mit den Zuschauern umzugehen muss und dann. Danke, Omsi! Also, nochmal dazu einschließend. Ja, der Mapbau hat natürlich einen großen Anteil unserer Arbeit eingenommen.
die Fahrplanung ganz besonders. Also Hendrik hat sehr viele Nächte im Editor verbracht, würde ich mal behaupten. Allerdings natürlich ich jetzt auch. Ich liefere irgendwo bei 160 Repaints mit. Das ist auch eine Arbeit. Also gerade jetzt in puncto Corona habe es natürlich auch nachgebildet mit der Maskenpflicht, Aufklebern, also Scheiß. Ja, da musst du auch erstmal auf 160 Fahrzeugen dann diese Aufkleber draufkleben. Das ist auch Arbeit. Ja. Dann mussten wir per Hand Kurspläne schreiben, weil tatsächlich die Programme, die es dafür gibt, also diese, ich glaube, das ist der OmsiHelp oder so, kann man ja Kurspläne generieren. Ja, der OmsiHelpmaker, also der hat zum Beispiel die Fahrplanauszüge gemacht, die Buchfahrpläne, das klappte auch wirklich gut. Und ich sag mal, wenn man keine Linienwechsler hat, ist der Umlaufplangenerator daraus auch in Ordnung. Aber bei uns konnten wir den leider nicht anwenden und deswegen haben wir die ganzen Kurspläne selbst geschrieben. Das sind halt alles so Sachen, die halten halt echt auf teilweise. So, klar, 6 Jahre Bauzeit ist eine ganze Menge. Die Karte ist natürlich auch um einiges gewachsen, fast um 500 Kacheln. Also es ist jetzt auch nicht gerade klein. Aber ja, gerade diese Sachen, diese nebenbei, die Kurspläne, dann habe ich auch Routenlisten, Ziellisten geschrieben. Das sind halt so Sachen, die halten mit am meisten auf, dieser ganze Kleinscheiß. Guten Tag. Immer, das sind aber dann die Sachen, die Map dann auch, ich sag mal, wirklich release-fertig machen, dass man dann auch wirklich alles so Fahne bedienen kann, wie man möchte. So, kurz den Ticket da raus, 280, plupp. Ja, wir hatten halt auch von Anfang an alle den Anspruch zu sagen, wir machen nicht nur die Karte, sagen wir mal so nackt, sondern man gibt letztendlich ein Rundum-Paket ab für einen komplett eigenen Betrieb in einer eigenen Stadt und sodass man sich wirklich... So dass man sich wirklich in dieses AVG-Feeling dann komplett hineinstürzen kann. Okay. Und das ist das, was natürlich jetzt noch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir haben auch natürlich immer noch Fehler auf der Karte, ne? Kleinere Fehler, auch die uns jetzt auffallen, die den Beta-Testern vielleicht ein bisschen durchgegangen sind, kann ja alles mal passieren. Sachen, die Beta-Tester vielleicht auch gar nicht wissen, dass das gar nicht so aussehen soll, wie es eben dann aussieht. Da sind wir dann natürlich immer noch ein bisschen am Werkeln dran und dementsprechend wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Eben, ja, dauert aber, das aber bei einer Freeware-Karte ist das, finde ich, da hat auch niemand das Recht, irgendwie irgendwas zu fordern. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber da... Genau, freuen wir uns einfach alle drauf. Und wenn das soweit ist, dann ist das soweit. Eben. Und ich weiß nicht mal aus anderer Perspektive, das habe ich, glaube ich, auch noch nie wirklich gesagt. Ich meine, als YouTuber hat man jetzt ja wie gerade in diesem Rahmen ja die Möglichkeit, mehr oder weniger unfertige Sachen testen, vorzustellen und sowas. Ich war auch schon öfters noch Beta-Tester für Sachen. Das ist nicht so cool, wenn man sich das vorstellt. Also ich weiß nicht, ihr bekommt ja vielleicht auch nicht nur Anfragen mit, kann ich jetzt überhaupt irgendwie schon mal ein bisschen früher haben, sondern auch irgendwie kann ich Beta-Tester werden oder sowas. Das ist wirklich echt Arbeit. Ich persönlich mache das deswegen auch echt seit einer langen Zeit nicht mehr. A, komme ich nicht dazu und B, glaubt ihr nicht, wie viel Spielspaß das einem nimmt, wenn man was fährt, was nicht so rund läuft? Also wir haben jetzt auch vor der Aufnahme, um ein bisschen hier wirklich transparent zu sein, keine Ahnung. Hallo. Der dauert halt, bis du alles hier da eingestellt hast und gemacht hast, das noch nachinstalliert. Das dauert halt echt Zeit. Und das wird mir zum Beispiel privat unfassbar den Spielspaß nehmen. Das ist aber bei einer Beta-Karte unfassbar normal. Das heißt, man stellt sich jetzt immer so vor, komm her, da habe ich sowas früher, ich kann halt schon mal fahren. Es ist aber wirklich nicht so cool. Also physisch stillhalten, da kommt was und das ist dann im Komplettpaket auch genauso, wie es sein soll. So. Ja, ich persönlich finde Beta-Tests auch wirklich unfassbar zum Kotzen. Ja. Also, ich habe es auch mal gemacht, das ist allerdings schon Jahre her. Aber irgendwann habe ich dann auch mal drüber nachgedacht. Wo wir gerade da sind, die ICB-Halle haben wir erneuert. Dem einen oder anderenjenigen, der im Ruhrgebiet bewandert ist oder sogar da wohnt, könnte diese Halle eventuell bekannt vorkommen. Mehr sei dazu jetzt erstmal nicht gesagt. Nochmal bezüglich Beta-Tests, es gibt nichts Blöderes, als wenn ich dann irgendwie eine Karte Beta-teste, wo ich mir sage, boah cool, die will ich unbedingt mal fahren, das sieht alles cool aus, da habe ich richtig Bock drauf und dann fährst meinetwegen mit Kollision und dann fährst du mit 80 über eine Landstraße und dann ist da eine dicke, große, unsichtbare Wand. Ja.
gibt nichts Blöderes, deswegen mache ich es eben auch nicht. Nee, also das nimmt irgendwas bei dem Fahrspaß um jetzt mal. Das war so, ich weiß, das habe ich, glaube ich, in den ganzen Jahren noch nie gemacht, mal so ein kleines Plädoyer, weil man sieht das aus der anderen Perspektive, denkt sich immer, ja, das ist fertig und das ist bestimmt auch voll cool, das jetzt schon zu fahren. Nee, das ist es, das ist wirklich nicht. Und Beta-Tests sind auch nicht, ach guck mal, ja, ich guck da mal rum, hab da mal ein bisschen Spaß. Das ist wirklich Arbeit und das macht man. Wenn man das macht, dann eben gerne für das Team, für die Map, fürs Projekt und ja, blubber. So. Thema Beta-Test. Ist ein bisschen entglorifiziert hier, das muss ja auch mal sein. Ja, aber viel. Ja, erzähl du, Sascha. Ja, ich meine, Alarm an sich ist ja auch so schon größtenteils fehlerfrei spielbar, aber wie du eben auch schon sagtest, wir mussten jetzt natürlich viel an Nachinstallation und noch die Datei nachschicken und alles Mögliche. Und ja, es dementsprechend dauert das mit dem Release halt, wie gesagt, auch noch, weil du bist mutig. Naja, der hat, mutig. Also ich weiß nicht, gefühlt hat er genau da gerade eine Kachel nachgeladen. Ich habe ordentlich gebremst und dann kam so. Das ist da, wo ich vorher schon mal so halb aufgeschrien habe. Das war ähnlich. Da hat er irgendwie. Also ich glaube, Video sieht man das ganz besser, dass die Frame Rate zumindest ein bisschen stabiler als das, was ihr seht. Schaffe ich das jetzt da rum? Ach komm, wir probieren das mal. Ja, das ist da. Als ob! Als ob! Nee! Ey, das hat gepasst, ne? Ich hab das auf Video, ne? Ich kann das. Ey, ich hab das auf Dashcam, so, es ist mir jetzt egal. Sieht aus, als wird der Wagen 853 demnächst noch einen Unfallschaden kriegen, Mann. Ja, und zwar auf der rechten Seite, ist ja schön. Ich hab schon den Werkstattauftrag gekriegt. Ja. So, und ich sehe, jetzt fahren wir aus dem Bereich raus, den ich zumindest aus der V2 kenne. So ICB, da war ja, glaube ich, Ende Grundkarte. Also ich verkehre das immer, glaube ich, immer ganz gerne mit der, okay, geradeaus, mit der Grundkarte. So, es geht immer, noch ein Stück, bis zum Stadtgartenring, okay, kann man fahren. Nee, das V2 war noch Grundkarte, also das, was David M. doch selber rausgebracht hat, da ging es nur bis zur ICB-Halle, da ging es nicht geradeaus so weiter. Entschuldigung, habe ich jetzt falsch verstanden. In der V3 allerdings ging es noch auf der Straße bis zum Stadtgartenring weiter, ist also für den einen oder anderen vielleicht auch noch bekannt, hat sich ein bisschen verändert, Parkstreifen, Fahrradstreifen etc. Ja, da rechts sehen wir auch noch eine Haltestelle, auch Portendiekstraße von der von den Kranenburger Ringlinien 198 und 199. Die fahren da hinten noch ein kleines extra Gebiet, was noch in V4 neu dazugekommen ist. Aber sonst, ja, das kennt bis zum Stadtgartenring zumindest kennt man es noch, eventuell. So, Haltestellenschilder gesehen. Alles mühevoll nachinstalliert, deswegen ist. Muss es auch ein. In der Platzierung ein Video bekommen. So. Jetzt können wir los. Du glaubst gar nicht, wie oft ich mir in den Hintern gebissen habe, dass wir diese Haltestellenschilder gemacht haben. Ich meine, ich finde die cool, ich bin froh, dass wir die haben, weil das natürlich auch so ein bisschen ein besonderes Merkmal der Karte ist, die eigenen Haltestellenschilder. Aber es ist natürlich saumäßig viel Arbeit gewesen, überall nicht nur das Ziel drauf zu schreiben, meinetwegen überall 156 Nochem oder Nochem Friesenstraße. Sondern auch das Über, wo man halt rüberfährt. Sondern auch die ganzen Über, ja. Zumal die Über, die ändern sich ja immer. Wenn du dann über, meinetwegen, über die Studentenwohnheime weg bist, dann fallen die Studentenwohnheime auf dem Haltestellenschild raus. Stimmt, du kannst das nicht einfach in deiner kompletten Linie einfach irgendwie Copy-Paste machen, sondern stimmt, ja. Da stelle ich mir halt, ich weiß nicht, aus der Perspektive von jemandem, der jetzt nur eine Karte mit, ich sag mal, einer Publiklinie gebaut hat, ein bisschen aufwendiger vor. So, wir dürfen geradeaus, wir dürfen auch gleich los, das schaffen wir bestimmt. Darf ich jetzt also theoretisch bei Grün eigentlich fahren, weil rechts ist ja aus die Ampel, ne? Das heißt, ich dürfte fahren, auch wenn es wahrscheinlich nie so schlau ist. Also, du darfst auf jeden Fall fahren. Die rechts die Ampel besagt nur, die ist ja nur zeigt aus, dir nur ja. Das. Ja, auch, aber die zeigt ja auch nur das Busfahrsignal F5 an. Das heißt, das Permissivsignal bedeutet, du darfst fahren unter Berücksichtigung des vorfahrtberechtigten Individualverkehrs. Ja, also für Dummies wie mich das Dreieck. Genau, okay, genau, das Dreieck. Nee, gut, aber die Frage wollte ich aber schon mal beantwortet haben. Ich mal gefragt, okay, wenn die Ampel einfach aus ist, die extra Busampel, dürfte ich ja, ich sag mal, einfach entsprechend einer normalen Ampel fahren und mich da so durchsneaken, wie ich es jetzt auch gerade gemacht habe. Okay, einfach genau, nochmal beantwortet. Das F5 ermöglicht dir in der Regel nur das verfrühte Losfahren im Gegensatz zum IV. So. Jetzt haben wir das auch mal, ja. Anders sieht es natürlich aus, wenn du eine Busspur hast, eine richtige Busspur und dann
ein F0, das heißt Halt, angezeigt bekommst, dann darfst du auch wirklich erst fahren, sobald du freie Fahrt bekommst und eine Ampel. Okay, weil ich weiß, das war auch gefühlt schon in mehreren gefühlt 100 Videos Thema und dann in den Kommentaren gibt es immer Leute, die ja dafür, die dagegen sind. Jetzt haben wir das ein für alle Mal beantwortet. So, den ganzen Jahren nicht gewusst, das heißt, genau, okay, ich kann einfach fahren, das ist schon mal gut. Es sei denn, ich habe da nochmal einen, auch wieder für Dummies, Querbalken. Ich meine, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber bei der Ampel da, Beispiel Stadtgartenring, jetzt ist es so, du kriegst das Permissivsignal angezeigt irgendwie ein paar Sekunden, bevor die normale IV-Ampel grün wird, damit du dich eben nicht einordnen musst. Ne? Wenn die Ampel rot ist, dann kannst du schon mal vorher losfahren. Das K, was da aufgeleuchtet hat, was du da gesehen hast, ist auch der Ampelkontakt für den Bus eben. Wenn die Ampel grün ist und das K leuchtet, kannst du auch davon ausgehen, dass die Ampel dann dementsprechend auch so lange grün bleibt, bis du mit deinem Bus da drüber gefahren bist. Deswegen ist die Ampel davor auch rot geworden, hat das K nicht funktioniert, was auch in der Fehlerliste steht, was ich gerade ergänzt habe. Da hättest du dann eigentlich auch noch fahren können und es hätte nicht direkt vor dir rot werden dürfen. Okay. Aber daran sieht man wieder, es ist noch eine Beta. Jo. Ah, wir kommen zum Breitesberger S-Bahn. Der ist auch noch grün. Sie sah mir gerade sehr nach grüne Welle aus. Die eine ist grün geworden und kurz danach die andere. Das hat jetzt alles beides ganz knapp gepasst. Ja, was ich noch erwähnen wollte, bezüglich der Hilfsfeinde, das sieht man jetzt ganz gut an dieser Haltestelle, falls du vielleicht genau. Wir haben extra auch nochmal die Hilfsfeile angepasst, beziehungsweise nicht die Hilfsfeile, sondern die Haltestellen-Hilfsfeile, sag ich mal. Da, wo Schnellbusse halten, ist dann extra das Schnellbus-Logo zu sehen, damit man nicht immer wirklich akribisch auf die Haltestellenschilder gucken muss. Das ist tatsächlich cool, weil für Schnellbusse dann, okay, dann lese ich mir die Linienliste durch, da gucke halt irgendwie auf die Haltestellen, auf den Haltestellennamen und da hat Pascal auf einen Blick. Das ist tatsächlich eine coole Sache. Ach nee, weil ich habe nicht linke Spur. Ich habe schon gesehen, da war ich nicht aufgelistet. Ha. Da wo du gerade vorbeigefahren bist, rechts, als du unter der Brücke hervorgekommen bist. Alles gut, okay, sieht man nicht. Ja. Das war auch noch grün, das hat man auch gesehen. Genau. Da haben die Zuschauer eventuell auch den Haltestellen Route Helper da gesehen. Da endet die Linie 192, auch aus Eichenhöhe kommen, so wie die 56 allerdings einen ganz anderen Weg fahren. Die bildet eher die Südtangente der Stadt. Fährt dann eben südlich die Hauptstraße entlang und dann noch über ein, zwei Dörfer, bis sie dann in Kranenburg reinkommt. Kranenburg-Mitte ist vielleicht einigen auch noch ein Begriff. Und fährt dann nach Breinesberg, aber eben von uns aus gesehen von rechts kommt und endet dann da. Ist ganz nett da an der Endhaltestelle, wenn ihr da steht. Im 10-Minuten-Takt rauscht dann da immer eine 156 von oben nach unten und von unten nach oben durch. Ja. Also zu dem SB-Hilfsfall vorhin. Hier die Breinesberger Chaussee, die wir gerade langfahren, ist die Haupttangente Richtung Nordosten. Und neben der 156 fährt hier auch der Schnellbus 13 Richtung Burg Freisenberg. Der hält hier allerdings an den wenigsten Haltestellen und ist hauptsächlich dafür gedacht, halt Burg Freisenberg und den Breinesberger S-Bahnhof mit einer Direktverbindung an den Hauptbahnhof anzubinden. Und ich meine, du kommst hier wahrscheinlich auch gefühlt jetzt so aus Fahrerperspektive relativ schnell durch. Wenn man es da nicht unbedingt wegen den Ampeln hält, ist es ja eine Stelle, wo du auch echt gut durchfahren kannst und dann wahrscheinlich auch echt guten Fahrzeitgewinn hast. Was ja bei SB-Linien auch immer so ein Thema ist, okay, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich eh dauernd an der Ampel stehe oder eh langsam fahre, ist ja der Fahrzeitgewinn, ich sag mal, recht gering. Und da kann man hier wahrscheinlich mal ein bisschen mehr rausholen, wenn es dann einfach passt. Ja, hier hat man in der Regel eigentlich mit dem SB13 eine ganz gute Grünwelle. Also von Augustenthal, das ist dann jetzt gleich deine nächste Haltestelle, fährt der SB13 Richtung Innenstadt durch bis Breinesberg S-Bahnhof. Und wenn du jetzt an der Kreuzung, wo du stehst, grün hast in Gegenrichtung, hast du eigentlich bis Breinesberg eine Grünwelle. Also das ist schon, doch, man spart schon ein bisschen Fahrzeit ein, würde ich jetzt mal sagen. Kann Hendrik mich gern korrigieren, aber ja. Ja, definitiv. Aber auch cool, dass das umgesetzt ist. Also auch mal von der Seite aus cool, dass das so klappt. So, jetzt können wir mal durch hier. Jetzt sagt er mal, ob die Fahrzeit... wow, okay. Haben wir ein bisschen was liegen lassen. Ja, darfst du 60 fahren, gib Gas, dann kriegst du wieder ein bisschen was rein. Was sagt denn der Tacho? Oh, 3 Minuten. Ja, den haben wir aber auf einmal irgendwie bekommen. Naja gut, das klappt schon. Ja, die 60 legen wir mal ganz generös aus. Das ist bergab. Mit Rückenwind und Heimweh. Achse. Das geht pro Achse. Ach du Scheiße.
Sascha, das ist mein Motto. Das weiß ich, deswegen auch das Blitzerfoto auf deinem WhatsApp-Bild. Richtig. Das lädt da runter aber auch echt krass ein zum Schnellfahren. Also das muss ich auch mal, sagen. So, hier endet scheinbar Kurzläufer, sehe ich das richtig? Oder habe ich das da falsch interpretiert? Ausstieg 156. Genau. Da endet der Kurzläufer. Wir haben... Ich weiß nicht, warum ich jetzt das Wort ergriffen habe. Henrik, wie enden die Kurzläufer in Augustenthal? Ja, also zwischen 9 und 12.30 Uhr ungefähr fährt die 156 ab hier nur noch im 20-Minuten-Takt weiter. Und geradeaus bitte. Geradeaus, okay. Ja. Und die anderen Fahrten enden schon hier. Dazu muss man sagen, Nochem gehört nicht mehr zu Alheim und jeder wird es, denke ich, kennen. Städteübergreifende Linien sind immer sehr interessant, was die Fahrpläne angeht, weil da so jede Stadt immer ihre Vorstellungen hat und deswegen haben wir hier gesagt, der durchgehende 10-Minuten-Takt wird gebrochen. Man spart dadurch einen unglaublichen Kurs ein und so ist dann auch für den Spieler vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung drin. So, für mich, ich bleibe auf der Spur und fahre hier in der ersten raus. Okay, gut. Genau. Dann ja, dann passt er sogar von, da passt er sogar von der Spur. Okay, das ist immer ganz cool, wenn man noch gleich weiß, auf welcher Spur man steht. Also dann stehen wir ja nicht mehr schlecht. Ich will jetzt auch nochmal kurz was dazu sagen. Generell werden die Zuschauer vielleicht auch merken, wenn du uns Fragen stellst, wir versuchen die natürlich sehr kompetent zu beantworten. Nein, aber unsere Entscheidung, die wir bezüglich Alheim treffen, versuchen wir doch sehr rational und realistisch zu treffen. Dadurch, dass wir halt alle irgendwie grob aus der Branche kommen. Also Sascha und ich haben eine Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb gemacht, haben natürlich da viele Einblicke gewonnen in so einem realen Busbetrieb. Hendrik macht gerade ein Studium bezüglich Fahrplanung und wir versuchen da schon so ein bisschen die Realitätsgrad hochzuhalten. Gerade so, wie Henrik erklärt hat, mit der 56, mit den Kurzläufern und ja. Oh, den habe ich nicht gesehen. Da war auch keiner, den habt ihr auch nicht gesehen. Da war Freifahrt. Oh, mein Auto fährt vor dir, mein Nummernschild. Mein ehemaliges Nummernschild. Wäre es jetzt mein Nummernschild, hätte ich es wahrscheinlich nicht so auf Facebook auf. Ja, auf genau, wollte gerade sagen. Man kann überlegt, okay, hm? nein, aber das war war das Nummernschild meines ersten Autos. Wir haben unsere Nummernschilder alle verewigt. Ich sage jetzt nicht welche, aber alle unsere Nummernschilder fahren auf der Karte rum. Das ist das Coole mit den Nummernschildern, da kann man auch unfassbar coole Easter Eggs mitmachen. Also generell halt viel. Das ist überhaupt eine Möglichkeit, ich hätte es gesagt, das ist außerhalb von OMSI eine Sache, da stößt du überall anders auf deine Grenze, wenn du sagst, ja okay, und ich hätte es gerne auf meiner Karte eigene Nummernschilder. Also da hätte ja sonst, glaube ich, jedes andere Spiel so einen Vogel gezeigt. Das ist schon ganz cool, dass es auch irgendwie möglich ist. Ja, es ist generell, also wir haben auch entweder Haltestellennamen, aber mindestens Straßennamen technisch irgendwie uns alle und die Partner an unserer Seite etc. haben wir auch irgendwie verewigt, was natürlich auch nicht unbedingt alle wissen müssen, aber das ist halt quasi eher so ein Easter Egg für uns. Es ist schon ganz schön. Bis weiter nach innen, das passt. Okay. Hier jetzt nochmal ganz interessant, deswegen mag ich die 156 so gerne. Ich wusste bis dato auch nicht, dass es sowas gibt. Aber es gibt in Köln eine Buslinie 132 vom Breslauer Platz Hauptbahnhof nach Meschenich-Frankenstraße. Meschenich-Frankenstraße, noch in Friesenstraße. Wer Parallelen sieht, darf sie gern für sich behalten. Die fährt auch die Hauptstraße runter, allerdings in Köln original Richtung Süden. Jetzt momentan sind wir eben Richtung Norden gefahren, ist aber nicht so wichtig. Fährt dann auch an einem großen Verteilerkreis, nämlich dem Bonner Verteiler, da ist direkt die Autobahn Richtung Bonn, auch an der ersten Ausfahrt ab, direkt in der nächsten Kreuzung links und findet sich auf einmal, wo sie noch vor 2 Minuten auf einer Hauptstraße war, mitten im Wald wieder auf so einer Straße, die ihr gerade seht. Und ich fand das irgendwie linienführungstechnisch und umgebungstechnisch so faszinierend, dass ich das gerne nachbauen wollte. Dementsprechend sieht das auf der 56 jetzt halt so aus. Also falls irgendjemand schreien sollte, das gibt's nicht, guckt euch die 32 an in Köln. Ach, kurz, korrigiert mich, ist das nicht sogar die Linie, die im Köln Add-on verbaut ist? Also da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
Wenn Ja, der, genau. Die Tatsache, ja. Wenn ich der, dann verlinke ich das sogar mal am Ende. Ich habe immer so einen tollen Endscreen. Ich überlege oh, mal, Sascha. Welches Video ich da verlinken kann. Jetzt hast du dir selber ins eigene Fleisch geschnitten, Sascha. Es ist nur das Stück. Ja, okay, Nochheim sieht vielleicht auch ein bisschen aus wie Märchen nicht. Wir können ja was anderes Schönes aussuchen. Das können wir mal, das lieben die Zuschauer bestimmt, Ingame-Planung machen, was wir denn am Ende da verlinken. Gefühlt wähle ich in der Hälfte der Fällen wähle ich aus, ja, mach das automatisch, wähle irgendwas aus, Algorithmus, tu deinen Dienst. Ja, keine Ahnung, ich hätte echt keine Idee. Wenn wir freie Wahl haben, habe ich ein gutes Rezept auf chefkoch.de. Ich habe damit trotzdem YouTube noch ein bisschen schwer. Was habe ich echt noch nie probiert, externe Sachen dazu verlinken. Aber naja, gut. Das war so gefühlt der erste Schritt zur Professionalisierung meines YouTube-Kanals. Ich habe jetzt einen Endscreen. Ist natürlich auch alles sonst hochprofessionell, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch gemerkt habt in der Folge. Deswegen. Aber ich glaube, die Leute wissen, auf was sie sich da einlassen. Es sei denn, die neuen Leute, die dazugekommen sind und sich für die, die über die Karte jetzt hier raufgestoßen sind. Hallo. Ist ja jeder einzelne namentlich gegrüßt. Ach, mal ganz ehrlich, jetzt mal ernste Worte. Ich finde, Spaß und ein bisschen hier und da ein bisschen Beklopptheit und so haben nichts mit fehlender oder eben nicht fehlender Professionalität zu tun. Nee, absolut nicht. Ja. Ich glaube, ich könnte das auch, ich sage mal jetzt auf einer echten, also wenn man jetzt dieses professionell mal wirklich auf echt hebt, ich glaube, das könnte ich auch gar nicht durchhalten, so auf einem Kanal. Ich meine, ich habe jetzt seit 2014 kommt jetzt jeden Tag ein Video, zwar nicht jeden Tag Omsi, aber irgendwann, ich glaube, wenn du das auf so einer ganz seriösen, ich glaube, seriös trifft es dann fast besser, auf einer seriösen Ebene die ganze Zeit machst, ich glaube, du drehst auch einfach am Rad. Ja, ich glaube auch. Das klappt doch einfach nicht. Also man hat immer so ein bisschen natürlich den Anspruch, ja, ich weiß, diese Präsentationsvideos, wenn es was Neues zum Zeigen gibt, ist man vielleicht mal ein bisschen nicht ganz so ausgeflippt wie sonst, aber ja, ne, es ist halt, man ist trotzdem, wie man ist und wenn man sich da irgendwie dauernd da was vorschreibt, dann klappt das auch nicht. Man sitzt, wie man da sitzt, genau so sitzt man zu viert hier, wie wir hier sitzen und wir sind doch einfach trotzdem die Leute, die wir sind. Genau, und plappern das. Das Leben ist ernst genug. Jo, ebenso ist es. Ist ja auch Unterhaltung. Nein, das ist ganz bestimmt so richtig seriöse Information. Ja, genau. Deswegen guckt man sich das an. Omsi ist auch kein Spaß. Omsi ist auf jeden Fall auch ganz harte, ja. Darf man auch keinen Spaß mit haben. Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Wir befinden uns übrigens jetzt im Stadtteil Förrede. Du wartest. Dankeschön. Der wartet schön. Oh, der KI-Verkehr funktioniert. ist in der Richtung, in die Himmelsrichtung der letzte Stadtteil von Alheim, dementsprechend noch eher vorörtlich. Wenn du mal kurz in die Außenansicht gehst, das kann auf man F4 machen. Am besten, andere Seite. So rum. Genau, links neben der Kirche. Ja, gucken wir mal. Da endet die Buslinie. Ah, da sehe ich einen Haltestellen. Ja, genau, okay. Da endet die Buslinie 141. Das ist so eine Querverbindungslinie, die fährt von Förrede eben. Geradeaus und dann, okay, ich sehe es, ja. Fährt nach Burg Freisenberg rüber und dann Richtung Rosenthal. Fährt also auch den Bahnhof nicht an. Ist vielleicht auch ganz nett für Leute, die eben nicht so den stärksten PC haben. Ja, also hier, ihr seht das da, ich habe das auf 60 limitiert. Das hatte ich in letzter Zeit seltenst, also überhaupt auf irgendwelchen Karten, mit Bus platziert extrem seltenst mal so eine FPS. Ist auch also wirklich, glaube ich, ein Thema, ja. Ja, also wir haben generell probiert, dass wir das möglichst performance-sparend halten. Also irgendwie so eine Mischung aus detailliert bauen und eben performance-sparend bauen. Das sind so zwei Sachen, die gehen nicht immer miteinander konform. Ja. Ne? Man sieht es ja auch an der Alheimer Innenstadt, da hattest du, glaube ich, eben auch ein paar weniger Frames. Kann sein, dass das der Stream ist hier an uns, der jetzt ein bisschen... Wahrscheinlich auch, aber zwischendrin die Nachlader hast du eh und dann muss man sowieso immer gucken. Ich denke mal auf die... laufenden FPS, also wenn er nicht gerade eine Kachel nachlädt, nach rechts, ja. Genau, die 41 fährt gerade aus. Burg Freisenberg ist noch gar nicht so weit entfernt, ist glaube ich 3 Kacheln. So, den wollte ich mal ganz kurz durchlassen. Das kriegt man in der Fahrschule sofort abgewöhnt, diesen Bogen. Wie fährt man den richtig an? Jetzt habe ich ja mal Experten bei. Also ich persönlich, hab's mir so beigebracht bekommen. Gerade so lange es geht, gerade in die Kreuzung reinfahren, langsam abbiegen, schnell lenken. Gut, wenn es natürlich richtig knüppeleng wird, dann muss man halt manchmal ausholen, keine Frage, aber an der Kreuzung hätte das, was ich jetzt gerade gesagt habe,
zumindest für meine Fähigkeiten wahrscheinlich durchaus gereicht. Weißt du nicht, was Sascha dazu sagt? Ja, aber sind wir mal ehrlich, so dann im Berufsleben, wenn du keinen Fahrlehrer mehr neben dir hast, machst du es dir natürlich auch einfacher, als es beigebracht es, bekommst. Ja, so natürlich. Ehrlich muss man mal sein. Ja, natürlich. Und mal ganz im Ernst, also das muss ich jetzt auch mal sagen, das Busfahren in Realität ist deutlich einfacher als das Busfahren in Omsi. Glaubt es mir. Definitiv. Gut, da bin ich, glaube ich, der Einzige in der Runde, der so krass nicht mitreden kann. Ich bin nur mal eine Runde auf dem Betriebshof mal gedreht. Bin ich mir noch echt dankbar für die Möglichkeit, dass ich das mal machen konnte. War so, ich sag mal, wirklich mal so ein größerer Traum von mir. Aber ja, die Erfahrung fehlt mir tatsächlich, mal so ein bisschen über 20 oder was man da so durch die Gegend rollt, mal zu fahren. So auf Straßen, aber war für mich eine coole Sache. Ist auch schon, boah, ist auch schon ewig hier. Ich weiß gar nicht mehr, was das mal war. Aber auf jeden Fall cool. Ja. Ich bin auch damals das erste Mal, das ist auch Jahre her, also Sascha hat früher mal in Hamburg gewohnt, da war ich zum Besuch und bei der VAH auf dem Betriebshof Schenefeld konnte man Busfahren buchen, also Bus zum Selberfahren buchen. Mhm. Damals mit einem schönen O405 N1 Fahrschuhwagen. Oh, schön. Ja, und da bin ich dann auch eine halbe Stunde über den Hof gefahren, war natürlich damals echt, also ich sag jetzt mal, da konnte ich nachts gefühlt nicht schlafen, weil ich so nervös war. Ne? Und das hat so Spaß gemacht. Und ja, es war eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Das war, glaube ich, meine ähnliche Erfahrung. Ich hatte das bei Echim in Wiesbaden. Das hat mal ein langjähriger Zuschauer für mich einmal organisiert gehabt. Die bieten das ja auch, ich sag mal, so prinzipiell an. Ich glaube, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren natürlich nicht großartig. Aber da bin ich dann mal mit einem Face durch die Gegend geguckt. Das war auch eine schöne Sache. Also... Doch, das kann ich tatsächlich jedem, ich sag mal, Bus-Enthusiasten empfehlen. Das ist echt eine schöne Erfahrung. Und da merkt man auch mal den Vergleich, dass Omsi so aktuell einfach wirklich das Spiel der Wahl ist, was das oh, ja. mit am allerbesten umsetzt. Und deswegen sitzen wir auch alle zu viert noch hier und entwickeln / zeigen immer noch Mutz für dieses etwas von außen angestaubt wirkende Spiel. Sascha? Ja, bitte. Möchtest du rechts das Prachtstück, die Schauerberg-Siedlung, erklären, wo die gerade so schön zu sehen war? Ja, das ist der Grund dafür, dass die 156 zumindest außerhalb, also nicht zwischen 9 und 12, also vor 9 und nach 12, im 10-Minuten-Takt nach Nochem fährt, was eigentlich nur ein kleines, bescheidenes Dorf ist. Aber irgendwer von der Stadtplanung des Kreises dort haben sich wohl entschieden, lass mal richtig hässliche, große, dicke Plattenbauten mitten in das Dorf setzen. Das kommt bestimmt gut. Und ja, dementsprechend ist auch fahrgasttechnisch so eingestellt. Wie gesagt, kommt natürlich immer auch ein Stück weit auf die Einstellungen der jeweiligen Benutzer dann an. Aber es ist eben so, dass die Karre natürlich Richtung Stadt auswärts da relativ leer wird und Richtung Stadt einwärts natürlich dementsprechend relativ voll. Es kommt auch darauf an, wie natürlich derjenige fährt, der fährt. Und nicht, dass alle Fahrgäste mittendrin aussteigen, irgendwie aus unerklärlichen Gründen. Was, ey, wüsste ich jetzt aber auch nicht, wer da. Also spontan fällt mir da gar keiner ein. Vor allem keine Leute mit YouTube-Kanal. Also, nee. Läge mir fern. Wirklich komplett ausgeschlossen, ich verstehe. Das sind nur die Leute, die 10-Stunden-Dienstpläne in Videos runterladen. Ja, also auch genauso widerlich und damit eine Staffel abschließen. Das kannst du ja gar nicht machen. Bin mal gespannt, wie das Staffelfinale von Staffel 2 aussieht. Ach, wird so, Abfahrt hier. Haben wir alles zu? Ja. Na, wie man sieht, ich stehe nicht doof da. Es hat gut funktioniert. Die hat fast der ganze Bus ist ausgestiegen. Sehr schön. Oh, das aber das ist wirklich, das sind Details. Ob du es glaubst oder nicht, das fällt mir auf Karten unfassbar negativ auf, wenn das nicht so ist. Es gibt unfassbar viele Freeware-Karten. Wo einfach alle Fahrgäste an der letzten Haltestelle aussteigen. Was dann dazu führt, dass du zwischendrin einen Bus hast, der unfassbar voll ist, wo keiner mehr einsteigen kann vielleicht. Was einfach unfassbar unrealistisch ist. Mega cool, dass das, dass hier die Leute aussteigen. Kurz also zwischendurch angeworfen. Das versuchen wir halt auch so gut es geht, durch Testfahrten regelmäßig rauszufiltern, klar. Also es kann ja auch bei der 56 durchaus passieren in der Verkehrsspitze mittags, dass du wirklich breites Backest keinen mehr einsteigen lassen kannst. Ist ja auch nicht unreal. Busse ja. In der HVZ sind ja auch teilweise geknüppelt voll. Aber wie du schon sagtest, wenn deine Linie, keine Ahnung. Ganz kurz, bleib lieber auf der Geradeausfahrerspur. Oh, okay, und dann, ich sehe es genau, gerade. Genau, da darfst du jetzt einen Bogen nehmen. Nein, aber. Als bestes Beispiel jetzt Dobel.
Ja, keine Ahnung. Bad Wildbad war ja jetzt auch nicht so die Riesenmetropole. Die Haltestelle. Ah, ich sehe es gerade, 191, wenn, ja. Wenn da jetzt ein Gelenkbus fahren würde, der Knüppel voll, Bad Wildbad, würden die alle einsteigen und... Ja, die fahren ja nicht alle bis zum Ende durch, das ist ja genau das Thema. Also gerade bei Überland-Maps, wo dann, ich sag mal, deine Endhaltestelle wirklich mitten im Nirgendwo ist, wo es einfach gerade passt, weil da gerade eine Wendemöglichkeit ist, die steigen alle so mitten im Wald aus. Also das ist so ein Thema, das hatte ich schon echt häufig und das triggert mich hart, wenn es nicht so ist. Deswegen... Das verdirbt auch mir den Spielspaß. Ja, absolut. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo die Leute nirgendwo hin können, gehen sie halt gerne wandern. Lass ja. Ja, Thema Dobel, ne? Also, wo wir gerade da noch in Kirche waren, wo du gerade in die Haltebucht reinfahren wolltest, das ist die Endhaltestelle von der 191, die aus Richtung Kranenburg kommt. Ja, das ist auch eine Querverbindungslinie. Ne, geradeaus. Geradeaus, genau. Die 91 macht da nur ihre Wendefahrt. 91 auch eine nette Linie für Leute mit schwächeren PCs, by the way. Die Haltebucht ist eben nur da, damit die 91 nicht im Weg steht und die Haltestelle für die 56 ist eben dann weiter hinten, damit die dran vorbeifahren kann und nicht so komisch in eine besetzte Haltebucht reinfahren muss. Dementsprechend ist da eben eine Haltebucht, wo du eben dran vorbeifährst. Nur mal so zur Erklärung. Was natürlich mit der KI bis vor kurzem sehr gut geklappt hat. Auf jeden Fall. Ja, manchmal ist das echt ätzend. Oh, du bist aber wieder sehr mutig, ne? Ja, richtig. Wo mutig. Muss ich denn hin? Ah, ich ja. Sehe es gerade, ja, da vorne. Gut, dann machen wir jetzt mal den großen Bogen. Freut euch wieder, ich sehe das schon. Ja, das wird scheitern. Ja, das ja, ich sehe das, ey, das ist echt schwierig. Ja, ich sehe es gerade. Das war richtig smart. Rechts ist die Laterne, links ist das Auto. Komm, jetzt probieren wir mal. Also noch einmal haben wir bewusst ein bisschen enger gemacht, gerade auch für den Reiz, eben mit Gelenkbussen da durchzufahren. Ist in Meschel, nicht in Köln, auch so. Was hat denn jetzt ähnlich? Hier mit der Laterne? Ja gut, bisschen Bordstein, aber ja. Bordstein tut nicht weh. So, und rum damit, ja gut. Die Fahrgäste vielleicht ein bisschen im Rücken, aber gut. Hätte es aber auch schlechtere Lösungen gegeben. Wer Bus fährt, der... Sag mal. Wir sind jetzt, nächste Haltestelle ist die Endhaltestelle und ich habe ja jetzt ein paar Videos von dir gesehen. Hast du schon einen Thumbnail? Nein, das ist tatsächlich bei selten. Also ich weiß nicht, ist es... ja, ich mache das sehr oft in der Folge, das passt jetzt auch wieder mit dem Spiel. Bei, ich sag mal, so Folgen wie dieser hier, die ein bisschen... Ich unterteile da ein bisschen, ich weiß, das ist wahrscheinlich zwei Klassengesellschaft, aber ich unterteile da immer so ein bisschen zwischen normalen Folgen, ach ja, was fahre ich denn heute, ach ja, kramst du mal die Karte raus und ach guck mal, stellst du das neue mal vor. Bei letzteren Folgen, wie das heute auch eine ist, überlege ich mir tatsächlich im Laufe der Fahrt, okay, was könntest du denn auf Thumbnail machen, dann mache ich das wahrscheinlich im Nachgang irgendwie. Ich habe mir jetzt eigentlich nur den Bahnhof so gemerkt im Hinterkopf. Und an einem Hauptbahnhof kann man mal ein schönes Thumbnail machen. Ach, das ist der Fahrplan, dankeschön. Wir waren ich wollte dich nach der Statistik fragen. Toll. Das habe ich natürlich gespeichert, ne? Müsst ihr das alle Video angucken, gut. Schlimm. Würde ich mir auch nicht angucken, persönlich. Ja. Okay, jetzt sind wir mal ausgestiegen. Aber ich glaube, die Fahrzeit war tatsächlich ganz gut. Am Ende hatte ich jetzt, ich glaube, bei der letzten oder vorletzten Haltestelle irgendwas nimmt der Null davor gesehen. Dafür, dass wir zwischendurch mal 3 Minuten hatten, passt das auf jeden Fall. Das Witzige ist jetzt, das sehen wir jetzt leider in dem Video nicht, aber wenn du jetzt mal rausgehst und da, wo das Taxi ist, glaube ich, was da lang fährt, du darfst dann auf dem Rückweg da rechts, da links reinfahren. Ich mach mal kurz die Pfeile an. Uiuiui. Ja, das wird fantastische Überleitung. Bestimmt sehr spannend für euch, da lang zu fahren, wenn es soweit ist mit dem Release. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich. Das ist die sehr gute Überleitung. Bedanke mich recht herzlich beim dabei sein bei euch. Okay, das mit der Professionalität, ja. Vergiss es. Ja, das glaube ich, das sollte ich nach den 1000 Folgen mal ablegen. In Folge 1001. Ich glaube, ich werde das so oft erwähnen, dass irgendwas beim Upload schief geht, dass das nicht Folge 1001 ist, dass da irgendwas durcheinander kommt. Ich sehe das schon kommen. Immer wenn ich das erwähne, klappt das nicht. Naja. Jo, ich denke. Dann wird es halt eben Folge 1700. Eben. Komma, irgendwas. Ganz wichtig. Vor der 1000 kommen ganz viele Komma folgen. Ganz wichtig. Ganz viele Kommas dahinter. Naja, habt ihr noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben, zu erwähnen? Wann gibt's was zu essen? Wann gibt's was zu essen, genau. Abschließend
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr habt einiges von der Karte jetzt, dass die Leute jetzt einiges von der Karte sehen, dass denen das natürlich auch gefällt. Das ist natürlich auch wichtig. Klar, man baut viel für sich selber und nach eigenen Vorstellungen. Letztendlich ist es aber natürlich auch immer das größte Geschenk, wenn es den Leuten gefällt und wenn man Zuspruch von den Leuten bekommt. Ich weiß gar nicht, wie oft es war, dass wir eben wirklich auch ein paar Monate Baupause haben und dann aufgrund des Zuspruchs der Leute eben wieder sehr motiviert waren. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass es den Leuten gefällt. Ich kann mich nur anschließen. Jetzt bin ich mal so dreist und mach mal Werbung für unseren Facebook-Auftritt. Ich hoffe, du verzeihst mir, Josh. Den ich bestimmt auch in der Videobeschreibung verlinke. Also die Webdisk habe ich mir im Kopf notiert. Den werde ich bestimmt auch in die Videobeschreibung packen. Sehr gut. Da, wir haben auch eine Facebook-Seite. Omsi Addon Alheim V4 heißt die. Da machen wir, beziehungsweise zeigen euch mehr oder weniger regelmäßig Einblicke zur Karte. Und ja, würde mich freuen oder würde uns freuen, wenn ihr da mal einen Blick drauf werft und vielleicht auch mal Like da lasst. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wunderbar. Das sagst du jetzt. Das sage ich jetzt, ich weiß. Nachdem wir allerdings das Video gesehen haben, von daher, genau, mache ich eigentlich mal meinen Endscreen an. Genau, wie gesagt, gerade noch im Aufbau. Link zum aktuellen Baufortschritt habe ich bestimmt in die Videobeschreibung gepackt. Ansonsten vielen Dank an euch natürlich fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass ich die Karte schon mal vorstellen durfte. Und jo, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao.